In keiner Welt darf eine Turmuhr fehlen. Und der Mond ist da keine Ausnahme. Doch die Zeiger dieser Uhr zeigen nicht die Zeit an. Nein, die Zeiger lenken die Träume der Kinder. Hell und dunkel bestimmen, ob es Viertel vor Albtraum oder Halbtagtraum oder 10 vor dem unsanften Erwachen ist. Zur aufmerksamen Wache über die Uhr hatte die Mondgöttin Herrn Pink ernannt. Doch das war einmal. Als der weiße Mondstein zerschmettert wurde, drehte die Uhr am Zeiger und Herr Pink verschwand spurlos. Wer sein oder nicht wer sein? Wer ist sie, diese Hexe, die meinen Mondstein will? Warum ist sie gegen mich? Sie musste Kalibros nicht stehlen. Sie musste mich nicht derart fertig machen. Es ist nicht fair. Das ist mein München. Niemand darf es haben. Nicht diese fiese Hexe, dieses schreckliche Weib. Wer auch immer sie ist gemein und ich hasse sie. Sie schon mal gesehen? Ja, das wird es erklären. Wer ist sie? Woher kenne ich sie? Moment! Ja, Rika! Na klar! Du bist erledigt, Hexe! Schachmatt! Ja! Kutero, pass auf! Die Karten fallen zusammen! Gefangen wurde Kutaros Falk in einem Irrengarten. Einem Irrgarten. Und damit sind wir wahrscheinlich im Garten der Königin. Willkommen zurück, Leute, zu der Puppenspieler. Höchst herausgeputzte Hecken hinderten Kutaro herrisch am Weiterkommen. Zum Glück hatte unser Held eine hervorragende Heckenschere dabei. Da mache ich mir alle Mühe, mich zu verstecken, aber was bringt das, wenn du mir nichts dir nicht in meinen Garten marschierst, um eine Tarnung zu schnippeln? Da könnte ich genauso gut einen Lampenschirm tragen. Es würde zwar weniger kratzen, aber dich kratzt es offenbar eh nicht. Das ist ja Pink, oder? Der abgehauen ist. Wie wär's mit etwas Dankbarkeit? Kutero hat sich gerade gerettet. Weißt du überhaupt, wer er ist? Verlorene Seele, rechtmäßiger Träger des Kalibrus, Held des Monds, das kann ja ein Blinder erkennen. Aber wisst ihr, genau das ist mir so ein Dorn im Auge. Du bist nämlich viel zu waghalsig. Fährst bestimmt sogar ohne Helm und im dunklen Fahrrad. Glaubst du im Ernst, so den Mondbärenkönig besiegen zu können? Im Ernst? Aber egal, ist eh nicht mehr zu ändern. Geschehen ist geschehen, nach vorn schauen. Es gibt ja Abhilfemaßnahmen. Man kann es unter den Teppich kehren oder so. So, jetzt zu mir. Ich heiße Malahagrid Erdbeer-Zeitverin, von der Göttin bestellter Wächter der Turmuhr im Land der Zeit, Schrägstrich Aufpasser, Schrägstrich Hauptverwalter der sogenannten Traumzeit, etc. ad infinitum. Ich weiß. Oh, Herr Pink? Okay. Also, wieso hast du dich nochmal im Gebüsch versteckt? Ach, müssen wir denn jetzt den Teil besprechen? Die Uhr tickt, Sand rinnt durchs Stundenglas, jetzt kommt schon. Ach, na gut, also los, die Geschichtsstunde beginnt. Setzt euch oder steht oder schwebt, wie ihr mögt. Eigentlich hat alles mit den Träumen angefangen. Die Göttin, die ja recht klug ist, wollte eine gewisse Parität, das heißt Gleichheit, in unserem Umgang mit Kindern in ihren Träumen, was folglich zum Bau der Turmuhr führte. Erbaut von einem Uhrmacher namens... Ja? Heiliger Bimbam, kannst du dir einfach die Kurzfassung geben? Oh, ja. Du redest schneller, als die meisten Menschen denken und wir haben noch viel zu tun. Gently, einfach beklagenswertes Benehmen der heutigen Jugend. Tun die bedeutsamsten Auswirkungen ihrer Geschichte und ihres Erbes einfach so ab. Fordern sofortige Genugtuung. Lesen Spoiler von Filmen, statt sie sich anzusehen. Entsetzlich. Diese Art des rasanten Kulturerbes spielt dem Mondbärenkönig genau in die Hände. Ist euch das klar? Nein, wenn wir vor Langeweile sterben, spielt ihm das in die Hände. Doch komm schon, sag mir nicht, der große Herr Pink könne sich nicht kurz fassen. Oh, geh mit der Zeit. Du bist ein Vogel. Kannst du nicht twittern? 140 Zeichen maximal. Los. Die Uhr regelt, wann Kinder träumen. Stopp. Nur ich kann sie in Abwesenheit der Göttin bedienen. Stopp. Würde Ed MBK mich finden, würde er sie missbrauchen. Stopp. 140! Sehr gut! Der Mondbärenkönig will also deine Uhr. Aber was will er mit einer Turmuhr? Hat er keine Armbanduhr? Muss ich das auch erklären? Also schön.
20 Wörter oder weniger. Oh. Er will, dass die Zeiger dauerhaft auf Mitternacht stehen bleiben. Aber um das hinzubekommen, braucht er mich. Okay, das klingt echt übel. Was passiert, wenn die Zeiger auf Mitternacht stehen bleiben? Die Traumzeit bleibt dann für immer und ewig in der finstersten Stunde stecken. Kurz gesagt. Ja, bitte? Oh nein! Herr Pink! Schnell! Wenn der Mondbärenkönig mich zwingt, die Uhr anzuhalten, da sind wir alle! Wir alle! Kutero raste durch das grüne Labyrinth, entschlossen, Herrn Pink vor dem diabolischen General Gockel zu retten. Okay. Marienkäfer. Oh, und die Bienen. Ja, die sind schön, oder? Die sind unfassbar schön. Ja, Mitternacht. Bedeutet das vielleicht, dass alle Kinder nur noch Albträume kriegen werden oder so? Und wir müssen das verhindern. Wobei, Albträume sind doch cool. Was du vielleicht weißt, aus dem Lateinischen stammt und aus jemandes Händen befreien bedeutet. Das heißt, hey, du musst nicht aus General Gockels Krallen befreien, denn er hat ja keine Hände. Und mir dadurch der Freiheit befehlen. Der Funkschnittgarten im Land der Zeit war ein magischer Ort. Freiheit ist etwas sehr Subjektives. Allerdings, bei der Göttin kannst du dich etwas schneller machen. Ich stecke in der Klemme, weißt du? Ist ja, ich komm doch. Entspann dich doch mal, Junge. Entspann dich. Kannst du deine Laufgeschwindigkeit doch kompensieren? Oder hast du mich schon als ersetzbar abgestempelt? Ja, also dazu hätte ich noch einiges zu sagen. Voll krass. Plapper, plapper, plapper. Kutero lässt dich hängen, wenn du nicht aufhörst, die Luft mit deinem Lärm zu verpesten. Keiner steht auf Quasselschrippen, die umherfliegen und jeden herumkommandieren. Glaub mir, mit solchen Leuten habe ich ständig zu tun. Ich auch. Ja, nur, dass sie nicht fliegen. Unser wertes Publikum weiß genau, wovon Picarina da redet. Kutero rannte weiter durch das grüne Labyrinth als Herr Pink. Was zum Teufel dauert das so lange? Wegen dir bin ich überhaupt in dieser Lage. Du und dein Schnippschnapp, ich zerstöre mal eben Herrn Pinks Tarnung, ruiniere alles und vernichte die Welt bei mir. Wir arbeiten uns offenbar zu Dinosauriern hoch. Kutero fand sich auf einen Triceratops wieder, der in den Top 40 der Dinosaurier nur hinter dem T-Rex rangiert. Es gibt eine Top 40? Hey! Wow, er ist geschrumpft und hat sich vervielfacht. Das Problem bei den Triceratops ist, dass sie schwer zu klassifizieren sind. Forscher streiten noch immer darüber, ob sie identisch mit dem Torosaurus sind, was ich für Blödsinn halte. Andererseits, der bisher als Ceratops bekannte Saurier wurde ja auch doch die verschlungenen Formschlüssel gestalteten Herrn Pinks Rettung ziemlich schwierig. Ich war als Kind übrigens nie Dino-Fan. Alle anderen waren so total begeistert und boah, Dinos, wow. Und ich war immer so, ja. Okay, schön. Nur zu, nimm den ganzen Tag. Mach dich nicht lächerlich, es gibt keine Teekrüge. Tee wird in Katz. Das hat sehr gut funktioniert, ja. Okay, ich hab's mir beinahe gedacht, dass es... Da umkippt. Kutero war plötzlich ungewollt zu Gast bei General Gockels Nachmittagstee. Doch er hatte keine Zeit, gemütlich geweckt zu knabbern. Er musste von Tisch zu Tisch springen, um mit seinem Gastgeber mitzuhalten. Ist ein bisschen wie die Pennhände gerade, oder? Es erinnert mich zumindest stark daran. Du hast alle Zeit der Welt. Oh ja, massig. Kutero schnitt sich einen Pfad durch General Gockels Federfährte und erreichte den nächsten Tisch. Es ist wichtig, bei derlei Anlässen die Runde zu machen und sich um die Leute zu mischen. Alles andere wäre unhöflich. Gebäck und Obst, Aufschnitt und Brötchen. Alles sah so lecker aus. Aber eine Party ist mehr als ein Fressgelage. Glaube ich nicht. Oh, so ein richtig geiles Fressgelage, so ein Buffet daran, oder so. Boah. Es gehört, sich älteren und schwächeren Gästen seinen Platz anzubieten. Ey, ich halte nicht mehr aus. Können wir nicht kurz gehen wir nach rechts? Das ist voll lecker. Spring! Vielleicht wäre links besser General gewesen. General Gockel flatterte jedes Mal hochmütig davon, wenn Kutero näher kam. Doch die Federfährte führte unseren Helden immer näher zu Turm. Boah, da ist sie schon. Leute, boah, ich glaube, wir sind dicht dran. Jetzt wird's spannend. Sind wir schon im Kampf? Bestimmt. Oder zumindest kurz vor dem Kampf.
Oder wir müssen noch die ganze Turmuhr hoch. Das kann natürlich auch gut sein. Naja, wenn es so ist, dann ist es eben so, ne? Ist nicht schlimm. Aha. Kutteros wilde Gockeljagd hatte ihn zu Herrn Pinks Arbeitsstelle geführt. Einer magischen Turmuhr im Herzen des Lands der Zeit. Im Innern des Turms befanden sich riesige, kompliziert angeordnete Zahnräder. Braucht man wirklich so viele? Die Zahnräder greifen ineinander, um das Drehmoment zu übertragen. Sie sorgen dafür, dass die Zeiger der Uhr sich gleichmäßig in exaktem Tempo drehen und so die jeweilige Stunde und Minuten anzeigen. Außerdem sind sie prima Trittsteine. Was sind sie? Jetzt habe ich nicht... Autsch, okay. Da sollte man nicht unbedingt den, Temposcherenschnitt benutzen. Das ist ja auch so eine Sache, die mir in den Kommentaren des Öfteren mal geschrieben wurde. Wollo, warum benutzt du immer die Schere mit dem Feuer? Einfach weil, ja, sie ist ein bisschen, sie ist schneller. Und wenn man die erstmal hat, dann kann ich euch sagen, dass es irgendwie, dass es relativ schwierig ist, danach wieder die normale zu benutzen. Man gewöhnt sich so daran, immer mit diesem coolen Feuerscherenschnitt zu arbeiten. Und das ist einfach geiler. Was soll ich sagen? Das ist geiler. Macht mehr Spaß, so an der Stelle. Die Uhr im Land der Zeit besaß ein magisches Pendel, das stets perfekt im Rhythmus schwang und niemals aufgezogen werden musste. Es war Technik in Perfektion. Gerade meintest du, es wäre Magie. Ich versuche nur ein bisschen Stimmung zu erzeugen, okay? Wenn's dir Spaß macht, dann nur zu. Halt jedes winzige Detail der Geschichte und das Mikroskop. Wir anderen amüsierten uns lieber. Danke. Ey, dadurch habe ich einen Kopf bekommen. Dadurch habe ich mir einen Kopf vergauen. Was Kutaro auf dem Weg nach oben sehr gelegen kam. Achso, kannst sagen, was ist denn jetzt los? Eier? Ah. Nein! Ey. Oh. Als ob er das sollte, ne? Man kann sich. Kann ich dich vielleicht kurz mal stören, dass du hochfliegst oder so ein Mist? Ach so. Ach, das ist ein Schnabel. Ey, das habe ich gar nicht so gesehen, dass der Typ da einen Schnabel offen hat. Ah. Hey, die kannst du doch für deinen Aufstieg benutzen. Eventuell, ne? Ah. Vorsicht! Hä, wieso bin ich da unten? Ach so, ach. Oh Leute, das ist ein bisschen verwirrend. Ich dachte, ich kann da, wo die Tauben drauf sind, dass ich darauf stehen könnte. Das findet das Publikum witzig. Oh ja. Wie könnt ihr meine Eier zerschlagen? Meine Babys! Das waren deine? Ich dachte, du bist ein Hahn. Dumm. Aber egal, wir haben ja massig Leben. Was soll's. Und ein Fail in Ehren kann niemand verwehren. Der stattliche Uhrenturm war reich verziert, was Kutaro auf dem Weg nach oben sehr gelegen kam. Sind das Eier? Außerdem weiß ich ja diesmal Bescheid. Es geht ja jetzt rucki zucki. Aber wenn man das nicht sieht, ne? Ein bisschen blind auf der Bereifung ist man wieder dann. Kannst du doch für deinen Aufstieg benutzen. Ups. Ne. Ja, komm, jetzt mal ein bisschen zackig hier. Ups. Okay, weiter. Vielleicht sogar mal eine Sekunde warten und ein bisschen Vorlauf hier haben. Das ist ja manchmal auch nicht so das Allerdümmste. Wie könnt ihr meine Eier zerschlagen? Meine Babys! Das waren deine? Ich dachte, du bist ein Hahn. Ich kann alles sein, was ich will. Ich bin ein Pfau. Kannst alles sein, was du willst. Ja, wir könnten sowieso, jeder kann alles sein, was er will, Leute. Das müsst ihr euch immer wieder vor Augen halten. Da bitte dran fest, Kutaro. Dankeschön. Haltet das euch wirklich vor Augen, Leute. Ihr könnt alles werden. Ihr müsst nur daran glauben und so. Okay. Musste man jetzt gar nicht so viel machen. Du fieses kleines Ding. Wieso fällst du nicht? Ne. Gehst es niemals. Nein, nein, ich falle. Ich wollte gerade sagen, ich falle niemals. Und runter, da bam. Meine Babys. Wo bin ich? Ja. Jedes Ei von mir, das du zerstörst, bekommst du 10-fach zurück.
Das werden wir sehen, das werden wir sehen. Dein Hasenkumpel, den haben wir ja auch zerlegt, von daher. Ihr könnt doch nichts. Was ist das denn hier? Was für ein hässlicher Vogel. Der kann fliegen. Will ich das jetzt? Nee, will ich nicht. Gib mir mal neue. Vogel? Ey, Leute. Oh, ja, jetzt macht das wieder, ne? Jetzt macht das wieder. Okay, wir haben es. Ups. Und. Tauben! Doppelkampfjets! Ja, Taubenkampfjets. Information und bla. Kann ich wahrscheinlich. Hätte ich die zerschneiden können oder so? Egal. Die haben mir irgendwie nicht so viel gebracht, habe ich das Gefühl. Was sollen all diese Hebel? Es funktioniert! Leg alle Hebel um! Hätte ich sowieso getan. Ach, drauf da. Okay. Fährst doch wieder hoch, yo. Ist ja cool. Ist ein langes Level, oder? Ich meine, wir hatten in der letzten Zeit auch mal ab und zu ein bisschen kürzere. Der Turmuhr immer weiter nach oben. Aber dieses Level ist auf jeden Fall von der Länge schon. Noch ein Hebel. Oder sagt man Schalter? Nicht schlecht. Wenn man bedenkt, dass hier bestimmt auch noch ein Boss kommt. Okay, das war ja jetzt nicht so das Problem. Gut, rechnete rasche Zahnraddrehung, Federwirkung und Pendelbogen aus und durchquerte mit Hilfe der Mathematik den Turm. Spaß mit Mathe. Juhu. Kutaro passierte die endlosen Mechanismen, die unermüdlich die Zeit in Gang hielten. Oh nein! Komm schon, kletter wieder hoch. Nein, eigentlich hätte ich ganz gerne. Ach, ist egal. Heu nicht. Das Schöne ist, so überspringen wir die Stelle sogar. Sieh nur all diese Rädchen. Sie drehen sich. Okay, hier hätte ich jetzt ganz gerne drei Hüte. Drei Köpfe. Okay, das war ja gar nicht so schlimm. Mit seinem guten Rhythmus schnitt Kutaro sich sicher an den Hindernissen vorbei. Oh, guck mal, der hübsche Marienkäfer. Hab ich nur leider nicht. Es tut mir schrecklich leid, Picarina. Wir hätten bestimmt ein super cooles Bonusspiel bekommen, aber naja. Kann's nicht alles haben. Nach einer langen Kletterpartie war Kutaro endlich auf der Spitze der Turmuhr. Hey, Kernheld, hier bin ich. Die haben ihn zum Uhrzeiger gemacht. Rettet mich, bitte. Bevor die Uhr 12 schlägt. Deine Zeit ist um, Kutaro. Bald heißt es für diese Welt ewig Nacht. Ich hoffe, du meinst ewige Nacht. Nicht, du feiges Hühnchen. Du solltest lieber den Feige nennen. Scheiße, der ist weg. Komm schon, du komischer Kriekhaut. Ich reiße euch Quergeist ein winziges Stücke. Hallo? Können wir dir jetzt mal auch hier entsprechend ziehen? Kann sagen, wie lange solltest du machen? Er macht sich auf den Staub. Ihm nach. Ach, ich wollte gerade sagen, I don't see shit. Ganz ehrlich. Keine Ahnung, was die da gerade von mir wollten, so. Mein Flügel! Genau so. Jetzt schneid ihn den anderen ab. Doch die Uhrzeiger rückten immer näher an Mitternacht heran. Wenn Kutaro nicht schnell machen würde, wäre der verrückte Gockelhahn sein geringstes Problem. Lauf die alten Heiden, du Narr! Scheiße. Erwähnt, oder nicht? Jetzt schneiden schon endlich die Fessel durch. Ist ja gut, entspann dich doch mal. Ich sitze dich im Weg. Geh drauf. Zwei hässliche Kinder können dich nicht retten. Hey! Hässlich? Vielleicht nicht retten, aber eins ist ja wohl klar. Ich bin nicht hässlich. Ich bin wild schön. Ich bin auch wild schön. Bist du, Herr Pink? Du bist bezaubernd. Bin ich? Bin ich's wirklich? Hey! Wir reden hier von mir! Oh Gott, das ist scheiße, die Stelle, das ist scheiße! Ach, komm jetzt! Hol den Typen da mal runter, das ist so ein. Nicht mehr normal! Ja, das klappt! Weiter! Mir fällt gleich die Hand ab! Geht doch, mein letzter. Gut.
Kopf. Lass ihn nicht entkommen. Niemals. Das Blöde ist nur, ich darf auch auf keinen Fall irgendwo gegenkommen. Aber das sieht ganz gut aus. Das sieht ganz gut aus. Lässt du wieder einen fallen? Ja, gut. Waren inzwischen nur noch wenige Tic-Tacs von der schrecklichen Zwölf entfernt. Nur der tapfere Kutero konnte die drohende Krise noch abwenden. Wir sind verloren. Mitternacht steht bevor, es gibt keine Hoffnung. Die Welt geht zu Ende. Hätte ich mich doch bloß niemals auf zwei Tor. Schnabel, wir werden dich retten, also entspann dich, okay? Das denkt ihr euch so. Die Samthandschuhe sind angezogen. Okay, wenn ich dieser Wirbelsturm erwischt, das geht ganz gut ab. Ziehen, 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 ziehen. Oh, das brennt. Dass man so sagen darf, das brennt. Aber er macht damit nichts, er macht damit nichts. Komm, 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 wir haben dich sowieso gleich unten. Wir haben dich gleich unten. Ist nur noch ein Stück, ja. Ja, 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 wusste ich doch. Okay, was schneiden wir denn jetzt kaputt? Was fehlt denn da noch? Also die Flügel sind kaputt. Oh, oh. Okay, jetzt will er es nochmal hier richtig wissen. Aber ich habe sowieso drei Köpfe. Es ist also... Nein, nein, nein. Oh, oh, ich wollte gerade sagen, was fehlt denn bitte? Ich halte es nicht. Erledige ihn! Ach so. Ah, jetzt kommt wieder dieser Modus. Ich vergesse das jedes Mal. Zerschneidete Flügel. Fabelhafte Wettbewerbe. Schnell, die Zeit läuft davon. Es ist so heiß. Oh. Oh, das wäre jetzt was. Hallo, was macht ihr denn da? Ich bin hier drüben. Würdet ihr mir mal bitte helfen? Danke. Halte durch, wir kommen. Wieder falsch. Nein! Was? Nein, hier doch! Er erkannte seine Chance und griff zu. Als die Uhr 12 schlug, schlug für die Traumzeit die finsterste aller Stunden. Kutero, guck! Die Erde! Siehst du, Kutero, jetzt stecken die Kinder überall in einem unausweichlichen Albtraum fest. Ihre Seelen werden reif für die Ernte sein. Sie werden meinen Herren unbesiegbar machen. Rache, komm herbei. Öffne das Tor zur Erde. Bring mir die Seele dieser Kinder. Kutteros Sieg über den Gockelschmied gefahren. Er hätte ahnen sollen, dass Affe nicht fair spielt. Und nun, da der Schaden angerichtet war, konnte er die endlose Nacht nicht aufhalten. Selbst im Land der Zeit konnte man das Geschehene nicht umkehren. Wie, das kann man nicht mehr zurück? Gar nicht? Keine Chance? Null? Wir stecken jetzt immer im Albtraum fest? Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Wenn wir aber im nächsten Part rausfinden, wahrscheinlich, Leute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dann und ciao.